Donald Trump wurde angeschossen, einer seiner Fans erschossen und zwei schwer verletzt. Ja, ihr habt richtig gehört, es gab ein politisches Attentat gegen den aktuellen Präsidentschaftskandidaten, das fast tödlich endete. Was genau passiert ist, wer der Attentäter ist, wie es Trump jetzt geht, was Joe Biden und Trump zu der ganzen Situation gesagt haben und was das Ganze für die aktuelle Präsidentschaftswahl bedeutet, erfahrt ihr in diesem Video. Also lasst ein Abo und Like da, es lohnt sich. Am 5. November 2024 ist die Präsidentschaftswahl in den USA, bei der sich Donald Trump seine Präsidentschaft gegen seinen Konkurrenten Joe Biden zurückholen will. Dafür war er gestern auf einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania. Und während er da steht und redet, eröffnet plötzlich einer das Feuer. Take a look at what happened. Trump wurde am rechten Ohr getroffen, dann aber von seinen Security-Leuten umgetackelt und rausbegleitet. Trump ließ sich aber natürlich nicht nehmen, erstmal nach seinen Schuhen zu fragen. Ein Präsident geht nicht mit Socken raus. Aber dann zeigte er natürlich, wie denn auch sonst, erstmal einen Ausdruck der Macht und Stärke. Ein Donald Trump ist nicht mal durch Kugeln zu stoppen. Das wird wahrscheinlich die Message sein, die sich uns in den nächsten Tagen in tausenden Schlagzeilen wiederfinden wird. Da der Attentäter Trump nur ganz leicht getroffen hat, hat er ihn logischerweise hauptsächlich verfehlt und die Leute hinter Trump getroffen. Deswegen ist eine Person gestorben und zwei Personen nach aktuellem Stand schwer verletzt. An der Stelle natürlich mein herzliches Beileid und die allerbesten Genesungswünsche. Das ist natürlich einfach nur schrecklich für die Personen selbst und für die ganze Familie und für die ganze Nation USA. Dazu gibt es auch ein kurzes Interview von einer Person, die quasi auch hinter Trump stand und das Ganze gesehen hat, wie die eine Person erschossen wurde und die andere Person verletzt wurde. And a man in the bleachers, kind of to the right of me in the bleachers, took a gunshot wound to the head, was killed. And another woman, I don't know exactly where she was in the bleachers. I think she was either behind me or to the right of me. She got around in the, she got hit in the forearm and hand, it looked like. Die Frage, die sich nun alle stellen, ist, wie zum Teufel konnte das überhaupt passieren? Ihr seht auf diesem Bild den Bereich der Tat aus der Vogelperspektive. Der Täter saß auf dieser Lagerhalle und schoss mit einem Maschinengewehr auf Trump. Die Lagerhalle war schon ziemlich weit weg und seine Waffe war kein Scharfschützengewehr, wodurch er auch ultra oft schoss und halt nicht traf oder nicht gut genug. Es ist überhaupt ziemlich beeindruckend, dass es überhaupt so ultra knapp war. Auf diesem Bild sieht man dann auch noch zensiert die Leiche des Attentäters und so leicht die Waffe daneben. Laut NBC News handelt es sich dabei um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park, Pennsylvania, der dann von einem Secret Service Beamten mit einem Scharfschützengewehr eliminiert wurde, der dann quasi auf dieser näheren Lagerhalle saß. Zum Motiv ist bislang noch nichts bekannt, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass er halt ein Gegner Trumps oder vielleicht der Republikaner ist und quasi so die Wahl für Joe Biden entscheiden wollte. Aber das sind alles nur Vermutungen, was genau dahinter steckt, weiß man noch nicht. Trump postet dann folgendes Statement, nachdem er im lokalen Krankenhaus behandelt wurde. Ich möchte dem Secret Service der USA und der ganzen Strafverfolgung für deren schnelles Handeln bei der Schießerei, das gerade in Butler, Pennsylvania stattgefunden hat, danken. Am wichtigsten, ich möchte mein Beileid für die Familie der getöteten Person und auch der Familie der Person, die schwer verletzt wurde, bekunden. Es ist unglaublich, dass so ein Akt der Gewalt in unserem Land stattfinden kann. Es ist nichts über den Attentäter bekannt, der nun tot ist. Ich wurde von einer Kugel getroffen, die einen Teil meines oberen Ohres durchbohrte. Ich wusste sofort, dass etwas falsch war, darin, dass ich zischende Töne, Schüsse hörte und sofort die Kugel spürte, wie sie durch meine Haut schoss. Viel Blut trat aus, sodass ich merkte, was passierte. Gott segne Amerika. Schon lustig, dass er es für unfassbar hält, dass sowas gerade in der USA passiert. Bro, in der USA hat jeder zweite Typ irgendwie so ein Maschinengewehr in seiner Garage hängen. Trump macht hier natürlich einen auf stark und führt sein Image des starken Anführers weiter fort. Joe Biden bezeichnet die ganze Situation übrigens als krank. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihm da schon fast wieder ein Malheur passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass er fast gesagt hätte, the president. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. Mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass sowas passiert ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas wieder passiert. Klar werden jetzt die Sicherheitsauflagen extrem erhöht vom Secret Service und den ganzen anderen da, aber es ist trotzdem immer noch möglich, ziemlich sicher. Die US-Wahl ist so hitzig wie gefühlt noch nie zuvor und das Land ist komplett gespalten politisch in zwei Lager. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da noch das ein oder andere Attentat entweder gegen Joe Biden oder gegen Donald Trump noch folgen wird. Trotzdem ist es natürlich super erschütternd und ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, ob so ein halber Märtyrer, der Trump jetzt
jetzt irgendwie ist, nicht doch irgendwie noch besser in der Wahl abschneiden wird als sowieso schon. Gerade weil er dann noch überlebt hat und quasi so stark dann wieder für Amerika die Faust erhoben hat. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Und lasst auch gerne ein Abo und Like da, falls euch dieses schnelle Infovideo mit meiner Meinung gefallen hat, würde mich sehr freuen. Ansonsten checkt auch gerne meine anderen Social Media Kanäle ab, ist alles unten verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Leben wieder. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.